Es ist erst 7 Uhr morgens, ich bin wirklich vor 5 Minuten erst aus dem Bett gefallen, denn dieser Hof ist so vielfältig, wie ihr schon gesehen habt. In der ersten Folge gibt es hier auch einen Schwimmteich und den wollen wir doch auch auskosten. Deshalb habe ich allen Teilnehmern gesagt, wenn ihr wollt, kommt um 7 Uhr morgens hierher, dann gehen wir alle gemeinsam schwimmen. Die Freude war jetzt nicht so groß, wie ihr seht, sind hier scheinbar nicht so viele andere Teilnehmer, außer die Pferde. Aber ich glaube nicht, dass die mit schwimmen kommen. Deshalb warten wir noch mal 5 Minuten und sonst gehe ich einfach alleine schwimmen. Wo ist das? Auf die Plätze, fertig, los! The show begins. Ne, es hat tatsächlich einen Teilnehmer. Sein Wort gehalten. Guten Morgen. Guten Morgen. Wollen wir planschen gehen? Ja, ein Frühaufsteher haben wir. Ey, ich freue mich so, dass du am Start bist. Während die anderen gerade Eisbaden sind, also ich weiß nicht, wie die das machen können, es ist viel zu kalt, werde ich mich jetzt hier um die Raubtierfütterung kümmern von den Pferdchen. Als allererstes ist Sammy dran. Der kommt schon, der hat richtig Hunger. Bitteschön. Oh, der ist so süß. Ich hätte auch gerne einen Haflinger. Es ist ganz schön frisch hier in Reckerstal am Morgen. Wir haben es nur 8 Grad heute. Das, glaube ich, auch das hättest du mir nicht sagen dürfen. Wir haben es nur 8 Grad. Dafür haben wir aber allen Teilnehmern diesen schönen Bademantel zur Verfügung gestellt. Mit dem Pferdecamp-Logo auch hinten drauf. Ja, deswegen, also es hält sich gerade noch in Grenzen. Aber ich bin mal gespannt, wie die Temperatur vom Wasser ist. Also meine Motivation hält sich noch ein bisschen in Grenzen. Wieso? Aber ich schaue mir erstmal an, wie Tom das jetzt hier macht und dann wird das bestimmt ganz lustig. Also sieh mal einer an, wir haben noch einen Special Guest, der Alexander Trunk, der Besitzer hier vom Hof. Der geht, glaube ich, jeden Morgen hier baden und der ist auch schon sehr früh hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Lass uns mal die Session beginnen. Als nächstes ist Dori dran. Ach, da ist er ja schon. Du kriegst gleich was. Du bist sehr aufdringlich. Du bekommst gleich was. Aber ich hab dich auch schon gerufen, ne? Als nächstes ist Maestro dran. Und Gollum kann es schon gar nicht abwarten, dass ich nicht als erstes zu ihm gehe. Aber hier geht's rein nach. Und jetzt ist natürlich Gollum dran, ganz wichtig. Und Leute, ich habe die unnormalsten Schmerzen von der Challenge von gestern. Schaut euch bitte diese blauen Flecken an. Es ist nur schlimm. Und ich habe am ganzen Körper Muskelkater. Nicht so cool. Ich weiß nicht, wie ich die Challenge heute bestehen soll. Aber das wird schon irgendwie. Guten Appetit. Oh, bei dir steht ein anderer Name drauf. Das ist für Jack, nicht für dich. Doch, das kriegt er natürlich trotzdem. Mathis war natürlich zu faul, wieder seine eigene Futterschüssel zu nehmen. Hat er lieber die von seiner Schwester genommen. Und als allerletztes ist Bobby dran. So. Guten Appetit. Alright, let's go. Guck mal, da kommen gleich die Pferde hochgaloppiert zum Gucken. Okay. Okay. Oh, es geht zu tief. Gleich erwarten. Wie lange machen wir das denn? So lange wie du willst. Jetzt bin ich wach. Das war ein sehr guter Start in den Tag. Ich fühle mich fresher denn je. Jetzt kannst du richtig losgehen. So, schauen wir mal, ob alle Teilnehmer wach sind. Guten Morgen! Guten Morgen! Wo wart ihr alle heute früh, als wir Eisbaden gegangen sind? Im Bett. Ja, wo war ich? Ja, Mathis war dabei. Echt? Ja. Hier ist euer Frühstück. Oh,
Oh, danke schön. Vielen Dank. Und ein Service. Du auch? Ja. Ich wollte eigentlich ganz kurz noch eine Ankündigung machen. Heute steht ja wieder Voltigieren an, denn schlimm. Ihr müsst ja eure Choreo vorführen. Wie geht's euch eigentlich? Wir sind alle schlecht. Ich habe komplett eine blaue Schulter. Ja. Ein bisschen Körper. Ja. Wir haben blaue Flecken im Muskelkater. Überall blaue Flecken im Muskelkater. Oh. Richtig demoliert. Das passt ja gut, weil ich will es euch noch ein bisschen einfacher oder ein bisschen schwerer machen eigentlich. Ja. Denn ihr habt ja alle ein cooles Outfit mitgebracht. Wir werden im 80er-Outfit heute voltigieren. Das geht nicht. Ich habe ein bodenlanges Kleid. Ich leide was. Ich habe ein Jeans-Outfit. Ich habe euch gesagt, bringt ein sportliches. Ja. Es war sportlich Slash. Und Slash ist Bruder. Da müsst ihr neue Übungen erfinden. Ich habe ein bodenlanges Kleid. Also, ich habe einen Sportanzug. Oh, ich habe auf jeden Fall angekündigt, dass alle ein sportliches 80er, 90er. Ich habe hohe Schuhe dazu. Wow. Das ist Sport. Das ist der Aufgang umso einfacher. Das ist eine Marktlücke. Wir haben den Teilnehmern natürlich vorher eine Packliste geschrieben und da stand drauf unter anderem ein 80er, 90er Outfit. Aber ich glaube, die wussten nicht, wofür sie das brauchen. Deswegen müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen nachhelfen. Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht und würde euch wohl was ausborgen. Das ist sehr gut. Bevor ich mich jetzt gleich in mein 80er-Outfit schmeiße, wollte ich euch noch mal eben kurz was zeigen. Kommt mal mit. Erstmal ist hier dieses wunderschöne Pferdecamp-Bild, aber darunter hängt meine neue Merch-Kollektion. Ich habe hier gerade schon dieses wunderschöne lilane T-Shirt an und außerdem haben wir auch noch diese schöne Sommerfarbe. Und da ist dann mein Logo drauf, Hella Gabbard. Und jetzt muss man auf die Details achten. Und zwar steht hier auch noch was drin. Heute machen wir etwas ganz Besonderes. Wer diesen Spruch nicht kennt, der kennt meine Videos auch nicht. Außerdem habe ich auch noch zwei schlichtere T-Shirts. Und dann habe ich auch noch diese wunderschönen Hoodies in den schönen Sommerfarben. Da habe ich mich für einen 3D-Stick entschieden. Ich finde, das sieht so hochwertig aus und ist natürlich auch hochwertig. Jetzt gerade, wenn es mal kälter wird am Abend, da kann man so ein Hoodie auf jeden Fall sehr gut tragen. Ich tue euch den Shop auf jeden Fall nochmal in die Infobox. Ich würde mich natürlich freuen, wenn euch die Sachen genauso gut gefallen wie mir. Und jetzt muss ich mich, glaube ich, mal ganz schnell fertig machen, denn die anderen stehen schon alle unten. Ich habe mich natürlich auch in Schale geschmissen, wie man unschwer erkennen kann. Das wichtigste Accessoire fehlt aber noch. Meine Frisur. Was sagt ihr, Leute? Habe ich das beste Outfit? Ich bin gespannt auf die Outfits der anderen. Wartet, eine Sache fehlt immer noch. Jetzt ist es komplett. Jetzt machen wir Aufstellung. 1, 2, 3, 4. Und Bein und runter und hoch und Bein. Applaus! Wow! Herzlich willkommen zum Voltigieren! Let the show begin! Das Voltigieren kann losgehen. Jeder Teilnehmer hat eine einminütige Choreo vorbereitet, die er jetzt performen darf. Jeder bekommt eine Tafel in die Hand. Bitteschön. Und ein Stück Kreide. Und dann dürft ihr euch gegenseitig mit 1 bis 10 bewerten. 10 steht für das Beste und 1 für das, ihr habt es versucht. Soll ich mitbewerten? Ja. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Aber ich bin kritisch, das wisst ihr, ne? Ja. Thank you.
kann das noch jemand? Wir können alle einpacken. Also, Mathis, was ich bei dir liebe, dein Ausdruck. Du fühlst es einfach. Und das gibt dir ganz viele Punkte. Ich würde sagen, so ab und zu 10 Spitzenstrecken, aber du kennst ja deine Probleme, ne? Ja, das sind Dinge, die trage ich schon lange mit mir, diese Laster. Und ich weiß, ich muss da mal wieder dran arbeiten, aber ich werde mich pushen und ich gehe nachher nochmal aufs Pferd. Und für die nächsten Wettkämpfe wird es einfach besser. Vielen Dank, ich bin gespannt auf die Bewertung. 3, 2, 1. Wow, oh mein Gott! Mega, schon? Ich brauche mir Hammer! Oh, es gibt sogar halbe Zahlen, okay. Vielen, vielen Dank. Mathis hat schon mal sehr, sehr krass vorgelegt, also ist schon fast gar nicht mehr zu toppen. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Selina, du bist die Nächste. Let the show begin. Los geht's. Mega geil, fand's echt gut. Bei Selina sieht man einfach, dass da eine Turnerin in ihr steckt. Hat früher viele Jahre geturnt und so. Bei dem einen oder anderen merkt man es. Sehr elegant, passt. 3, 2, 1. Sehr schön. Danke, Selina. Sehr cool, Selina. Vielen Dank. Der nächste Annie, Teilnehmer darf sich mal bitte die Schuhe ausziehen. Oder wir nehmen einfach jemanden, der schon die Schuhe aus hat. Hella, du bist die Nächste. Let's go. Sehr schön. Einfach immer wieder nett und Abgang hast du halt absolut geil gemacht. Sehr schön geturnt. Nicht zu streng, Leute. Ich habe das im Tutu gemacht mit diesen Köpfen. Ja, okay. Und Sonnenbrille. 3, 2, 1. Wow! Dankeschön. Abgang war echt Hammer. Ja. Sehr schön, Hella. Ich glaube, das Pferd war am Ende etwas müde. Genau. Aber jetzt kannst du es gut erholen. Da habe ich Schmerzen. Hat der Erste schon Schmerzen. Deswegen, damit ich das Pferd noch kurz erholen kann, Anja, zieh dir bitte deine Schuhe aus. Du bist die Nächste. Ich ziehe mir sogar meine Socken noch aus. Oha. Jetzt geht's hier richtig zur Sache. Gib mal los. You don't even know what you did. Now I'm on fire, fire, burning, burning out of control.
taking me high, high, a feeling wow. I can't hold on my own. Liebe Anja, meine Namensgefährtin, gut gemacht. Absolut special natürlich von der Kür, deine Brücke. Das kann, glaube ich, sonst niemand so schnell nachmachen. Und ja, am Anfang waren im Stehen so ein kleines bisschen, aber du hast gut durch Armhaltung verdeckt. Sehr schön. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Auf jeden Fall ein sehr cooles Kostüm, finde ich. Ja. Partnerlook, oder? Ja, richtig gut Partnerlook. So, sehr schön. Ja, sehr, sehr cool. Wir haben noch zwei Kandidaten über. Lena, du frierst schon, deswegen darfst du dich mal ein bisschen warm machen. Okay, okay, okay. Undefined, soul's desire. You don't even know what you did. Now I'm on fire, fire. Burning, burning out of control, taking me higher, higher, a feeling I can't hold on my own. Gott sei Dank geklappt, war in der Vorbereitung nicht immer der Fall, aber ich würde einfach sagen, Wettkampfsau kriegt es dann genau hin, wann es funktionieren soll. War super, klasse. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Woo! Nice. Last but not least. Ich bin auch vorne. Julia. Woo! Beste draus gemacht. Wie du schon gesagt hast, vielleicht von dem Schwierigkeitsgrad gab es da den einen oder anderen, der ein bisschen höher war, aber von den ganzen Effekten, mega. Auf die Plätze, fertig, los! Sehr nice! Ja. Sehr schön! Sehr cool, vielen es hat mir Dank. Spaß gemacht auf jeden Fall. Es hat mit einem Knall geendet, die Show heute. Props an alle Teilnehmer, ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben, habt alle mega die geile Show rausgehauen. Und ja, ich würde sagen, wir ziehen uns kurz für die Bewertung zurück und ihr könnt euch in der Zeit mal aufschreiben, wer denn das coolste Outfit hat. Gott, ich weiß gar nicht, wen ich nehme. Also ich schwenke zwischen zwei hin und her. Ich finde zwei Outfits richtig gut.
meiner ist abgegangen. Ich habe hier drin die Ergebnisse, aber bevor ich die verkünde, werden wir noch dieses Hufeisen vergeben an die Person mit dem schönsten oder besten Outfit nach dem Motto 80er, 90er. Dafür haben die Teilnehmer sich jetzt eine Person ausgesucht und mal schauen, was sie sagen. Also seid ihr bereit? Ja. Gleichzeitig? Dann dreht eure Schilder mal um. Hella. Hella, Selina, Hella, Lena, Mathis, Hella. Ich glaube, Hella. 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 Herzlichen Glückwunsch! Danke, meine Fans! Danke! Sehr du cool. hast ein Hufeisen gewonnen. Seid ihr bereit für die finale Bewertung? Ja. Dann kommen wir mal zu der Bewertung der Kühe. Und da war es wirklich sehr knapp. Teilweise waren die Teilnehmer nur einen halben Punkt auseinander. Und wir fangen mal hinten an mit einer super Leistung. Mein Lieblings-Outfit-Partner Anja mit 49 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst einen Punkt dafür. Ich fand die Challenge richtig hart, hat aber mega viel Spaß gemacht, auch bei den anderen zuzugucken. Und ich denke, ich werde es vielleicht irgendwann nochmal machen. Auf Platz Nummer 5 durfte ich sogar teilnehmen an der Show. Die liebe Julia mit 50,5 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst 2 Punkte dafür. Ich fand es gar nicht so einfach, wie es ausgeschaut hat. Und ja, mir ist es gar nicht so leicht gefallen, aber ich fand es ultra witzig. Und jetzt wird es ganz knapp mit nur einem halben Punkt dahinter, Lena. Mit 51 Punkten. Du bekommst 3 Punkte dafür. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Also ich fand die Challenge mega gut. Ich habe es richtig gefühlt. Und ich überlege jetzt ernsthaft, ob ich nicht vielleicht doch mal zu einer Voltigierstunde gehen sollte. Die letzten 3 Plätze. Platz Nummer 3. Selina mit 52 Punkten. Ich fand die Challenge richtig, richtig cool. Ich hatte vorher noch nie voltigiert. Von daher war es jetzt eine richtig coole Experience. Und dann auch noch mit den ganzen Outfits und mit Anja als Trainerin hat es richtig viel Spaß gemacht. Und ich finde es richtig cool, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Jetzt kommt man nach vorne, die letzten beiden Finalisten sozusagen. Klarer erster Platz. Ich glaube, ihr wisst es da draußen auch alle. Mathis Röckener, herzlichen Glückwunsch! Oh, komm mal her! Ja, danke, mega! Und natürlich auf den zweiten Platz. Ja, du warst auch toll. Glückwunsch! Du auch. Glückwunsch, Dankeschön. Zweiter Platz, bekommst 5 Punkte und Mathis 6 mega. Punkte. Das war eine mega coole Challenge. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht. Aber mir hat es mega Freude bereitet und ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen weitermachen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in diesen Outfits auch noch so gut performen können. Also ich muss sagen, wir haben es richtig gut gemeistert, dafür, dass wir ja nur so kurz Zeit hatten. Das war's mit dieser Challenge. Wir machen jetzt Mittagspause und danach geht's mit der nächsten Challenge weiter. Erholt euch gut und bis später. Wir nutzen die Mittagspause, um jetzt ein bisschen zu reiten. Ich habe mir den Halsring geschnappt und ich habe mir Gollum geschnappt. Und jetzt gleich kann es losgehen. Die anderen 3 reiten auch schon. Anja ist dabei, Selina ist dabei und Julia. Das ist das ausgestreckte Bein. Gollum und ich sind jetzt ein bisschen warm geworden. Wir tun die Muskeln immer noch weh von der Challenge von vorhin. Aber jetzt langsam läuft's. Und dann machen wir jetzt noch ein bisschen Galopp, ein bisschen Trab. Also ich habe heute ja Bobby dabei. Bobby ist mein 4-jähriges Jungpferd. Mir ist es sehr wichtig, die Pferde fein auszubilden, dass sie einfach super schön an Schenkel- und Gewichtshilfen stehen. Und heute testen wir mal, ob das auch nur am Halsring funktioniert und er wirklich schön auf meinen Sitz und meine Gewichtshilfen reagiert. Wir probieren jetzt auch einmal mit dem Halsring zu reiten. Ich habe mir gerade eben aus Mathis Schrank einmal hier den Halsring geklaut. Ich habe es super lange nicht mehr gemacht, aber irgendwie machen es jetzt hier gerade alle, deswegen fühle ich mich ein bisschen inspiriert. Ich probiere es jetzt auch noch mal. Los! So, wir sind jetzt langsam fertig und es war heute eigentlich ganz gut. Wir mussten einmal wieder zurück in die Box und Pipi machen. Das ist unser großes Problem aktuell. Dass er gerne muss, wenn wir arbeiten wollen. Aber das haben wir jetzt geklärt und jetzt ist alles gut. Die Teilnehmer haben die Mittagspause genutzt, um die Pferde ein bisschen zu bewegen. Denn wir werden jetzt die zweite Challenge dieses Tages machen. Und dafür brauchen die nochmal richtig Power. Deshalb würde ich sagen, Teilnehmer, kommt herein!
Hallo! Ganz viel Heu ist hier los, würde ich sagen. Ich weiß, dass zwei der Teilnehmer eine Heustauballergie haben. Ich hoffe. Deswegen haben wir nämlich direkt eine Team-Challenge für euch. Sehr gut. Dafür müssen wir aber einmal den Punktezwischenstand verkünden. Sehr gerne. Denn daraus ergeben sich die Teams. Oh, die Schlechte sind zusammen. Mit 4 Punkten ist Julia gerade auf Platz 6. Oh nein. Direkt davor Anja mit 5 Punkten. Dann kommt Hella mit 7, Selina mit 8. Lena mit 9 und Mathis mit 12. Beide Challenges gewonnen übrigens. Aber wir haben uns jetzt gedacht, damit wir es wieder ein bisschen spannend machen, macht jetzt der Erste mit dem Letzten ein Team, der Zweite mit dem Fünften und der Dritte mit dem Vierten. Das heißt, Mathis und Julia sind ein Team. Cool. Lena und Anja. Und Selina und Hella. Zu so einem Pferdecamp und zu so einem Hof gehören natürlich auch viele Stallaufgaben, die halt täglich erledigt werden müssen. Ihr kennt es alle. Und dazu gehört natürlich auch mal, dass man die Pferde füttern muss und ein Heunetz stopfen muss. Deshalb nennt sich die nächste Challenge das Hufeisen im Heuhaufen finden. Ach Gott, das ist ganz unten. Und zwar funktioniert das so, einer aus eurem Team sucht ein Hufeisen in dem Heuhaufen. Ich kann das schon mal stoppen. Während die andere Person sich bereithält, denn sobald das Hufeisen gefunden wurde, darf ein Heusack gestopft werden und muss dann auf ungefähr 8 Kilo gestopft werden. Diese 8 Kilo wollen natürlich von eurem Pferd gefressen werden. Das heißt, ihr müsst sie einmal zu eurem Pferd bringen. Aber wenn ihr plus minus 1 Kilo daneben stopft, also die Waage wird nachher bei den Pferden stehen, dann bekommt ihr eine Zeitstrafe. Das heißt, ihr müsst abschätzen, was 8 Kilo sind. Bei plus minus 1 Kilo, also sobald ihr über 1 Kilo daneben seid, gibt es 30 Sekunden Zeitstrafe und mit jedem weiteren Kilo nochmal 30 Sekunden. Okay, das ist schon eine krasse Zeit. Schätzt lieber genau. Und es gibt noch ein Special, denn die Person oder die Gruppe eher gesagt, die am nächsten dran ist, bekommt wieder ein Hufeisen. Das heißt, es geht nicht nur auf Zeit, sondern auch möglichst genau zu treffen. Also, wir wollen Mathis wegtackeln. Das ist die Hauptsache. Die Lina geht schon mal kurz in den Heuhaufen. Ich töpfe mich da einfach so rein. Ja. Weg! Weg! Du Was? Darfst unsere Technik nicht hören. Als ob ihr eine Technik habt. Ja. Wollt ihr dann ganz kurz so ein bisschen drüber sprechen? Nein, ein Zauberer sagt nie sein Gesicht. So, ich habe eine hochgradige Heustopp-Allergie und sogar allergisches Asthma. Und wenn ich nach dem Heunetzstopfen noch rennen soll, setze ich lieber eine Maske auf, weil sonst ist das mit der Luft eine schwere Sache und wir wollen ja gut sein. Jetzt, wir können dich jetzt so schützen und sobald du hier raus bist, kannst du es ja abziehen. Ja, dann reiße ich sie ab und renne. Luft ziehen und dann los wie sonst was. Geht's ab. Wir haben keine Taktik. Wir gewinnen einfach. Wir haben einfach das Gefühl. Wir haben das Gefühl in den Taktik Fingern. Lautet gewinnen. Ja. Hier haben wir jetzt die drei selbsternannten Taucher, die gleich nach dem Hufeisen tauchen werden. Sobald sie das Hufeisen gefunden haben, dürfen die Stopfer anfangen, das Heunetz zu stopfen. Die Taucher dürfen dabei unterstützen, indem sie das Heunetz aufhalten. Sobald sie denken, dass sie 8 Kilo erreicht haben, dürfen sie losrennen Richtung Paddocks. Da steht die Waage und wartet darauf, dass das Heunetz gewogen werden kann. Auf die Plätze, fertig, los! Ich hätte mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, aber. Ja, was ist jetzt gerade? Wo denn? Du hier an den Rahmen. Hat man das eigentlich gefunden? Nein. Zieh du tiefer. Hä? Oh mein Gott. Hier, ne? Das Ganze etwas ja, zu. Ja, ich hab eins! Oh mein Gott! Go, Julia!
bin ich mit meinen Händen ganz unten über den festen Boden gefahren, habe alles abgesucht und da lag's. So. Und stopp. Jetzt wiegen wir mal. Erstmal müssen wir mich wiegen. Oh Gott. Ich wiege 71 Kilo, würde ich sagen. Und jetzt nehmen wir mal den Heusack dazu. Hui! 81,5. Das sind 10,5 Kilo. Das heißt, Mathematik. Puh, eine Strafminute. Eine Strafminute für euch. Wenn innerhalb der nächsten Minute hier keiner eintrifft, dann sehen die Chancen bei euch auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus. Das muss doch hier irgendwie drin sein. Ja! Schauen wir mal, was der Heusack von Hella und Selina wiegt. 82,4. Damit seid ihr leider etwas schwerer schon als der. Ja. Warte, halt mal auf. Oh Mann. Mann, ey. Das kam mir aber voll noch leicht vor. Deswegen haben wir noch ein bisschen rausgemacht, hat es recht. Ja. Und ich meinte, so kommt dir das nicht vor wie 10 Kilo eher? Gut, ne? Ja, ist schwierig zu sagen. Wir meinen es halt immer gut mit unseren Pferden, ne? Ja. Das ist das Problem bei viel uns. Viel Heu ist wichtig. Aber ich finde... Die brauchen mehr als 8. Let's go, komm, ich renn mit. Go, girls, komm, 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 komm. Let's go! Sehr gut, Applaus für diese Gruppe, bitte. Jetzt wiegen wir euren Heusack. Alright. Der letzte Heusack. Ich weiß, zu schwer. Krass, Leute, nach den ersten paar Minuten suchen hätte ich nie gedacht, dass überhaupt jemand ein Hufeisen findet. Dass sogar das letzte Team, Lena und Anja, dass ihr das noch gefunden habt, wirklich krass, dass ihr so lange durchgezogen habt. Echt, wirklich Respekt. Ein Applaus hat das auf jeden Fall verdient. Für dieses Durchhaltevermögen. Ich hätte denen echt gegönnt, dass sie das genaueste Heunetz auf 8 Kilo schätzen. Aber wie es auch nicht anders sein kann, hat natürlich Mathis und Julia dann auch noch richtig geschätzt. Oder nicht ganz richtig, aber am nächsten auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zum Hufeisen. Danke, danke. Ich kann Punkte gut gebrauchen. Ja. Ich hab dich gerne dabei unterstützt. Sehr nett, Mathis. Das katapultiert sie auf jeden Fall noch mal ein bisschen nach oben. Und an Platz 2 haben wir... Die Minions! Die Minions! An Platz 3 die Durchhalter, Lena und Anja. Er will das Eisen nicht haben. Wer möchte es haben? Ja. Julia, du darfst es haben. Wie ihr seht, haben wir Handtücher in der Hand, denn auf einmal meinten einige, die haben alle Stroh in der Hose. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Wartet mal, ich leere mal meinen Schuh aus.
Ja. Wir haben uns dazu entschieden, wer jetzt noch Bock hat, in den Teich zu springen, wo wir heute Morgen schon drin waren. Mathis, wir wissen, wie schön warm das Wasser ist, ne? Und heute Morgen bin ich ins Wasser gesprungen und habe gesagt, ich springe jetzt hier rein und sage dem See dann sozusagen, ich werde gewinnen. Ich habe heute einfach wieder zweimal gewonnen. Und oh Mann, bist du Angeber, das will ja niemand hören. Heute Morgen dachte ich noch so, wie nochmal, gestört also ist das denn? Ich habe heute halt zweimal gewonnen. Ich dachte mir so, das heißt, ich habe alle Challenges gewonnen. Ich habe jetzt sogar noch ein Hufeisen und ich denke... Streiten. Dann würde ich sagen, let's plunge. Also, sicher, dass es tief ist. Oh, das ist richtig hoch. Auch da am Rand schon? Ja. Wow. Okay, jetzt drücken. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich dachte so nach der Challenge, oh, ich hätte jetzt richtig Bock, in den Teich zu springen. Mir war so warm. Aber jetzt bin ich schon wieder so abgekühlt und ich denke so, nee. No, ich kann da nicht mehr rein. Okay, 2, 1. Wow, das ist so kalt, Yes! Oh Gott, crazy. So, jetzt wollen wir mal heller rein. Nein, hör bitte auf, Mathis, lass es. Mathis, ich will doch nicht rein, ich wollte nur schauen. Wir machen das doch nicht zum ersten Mal. Hella, hella. Dein Ernst, Mathis? Hella, willst du noch mal, oder was? Nein, du. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr. Das Video startet im Wasser und ich würde sagen, es endet auch hier. Danke fürs Zuschauen, Leute. Was war das für ein krasser Tag? Also bleibt gespannt für die nächsten Challenges und dann bis nächste Woche Sonntag. Ciao. Weil ihr lernt heute alle fliegen. Runterfliegen.